Wir sind jetzt im Nightliner auf dem Weg nach Frankfurt. Heute war der letzte Tourtag und wir haben noch ein gutes Konzert erlebt in Annaberg-Buchholz. Aber wir haben noch was vergessen, und zwar der Scott von Project 86. Den wollten wir noch interviewen. Ihr kennt die anderen drei und jetzt suchen wir mal nach. Kommt mit. Wir haben ihn gefunden. Das ist Scott. Hey, Scott. Von Project 86, der Schlagzeuger. Scott, wie geht es dir? Gut. Yeah. Wir wollen dich interviewen und okay. Der kommt aus Kalifornien, glaube ich. Also. Hello. Hello. How are you? I'm good. So, make an interview for the fans of me. How do you see Germany? I like Germany. Really? There are many nice men here. Whoa. That's good. And did you learn some German words? Dankeschön. Dankeschön. Bitteschön. Yeah. Spangle dangle. Yeah. Oh, that's important. Yeah. The hammer. The hammer. The hammer. Spangle dangle again. Bitteschön. Wie geht es dir? Guten Morgen! Oh, yeah. Guten Morgen. That's good. I think you can use all these words for life in Germany. Yeah. Oh, yes. Come on, don't be quiet from the left to the right. Oh, oh, gonna dance all night till the morning light. Woo, woo! Yeah, man. Come on, don't be quiet from the left to the right. Oh, oh, das ist er. Das ist Gott. Ein Kalifornier, wie er lebt und liebt, lebt. Busy Bobble. He lives a full. Ich liebe euch. Oh, danke schön. Ja. Hallo. Ja, das ist Dre. Dude. Hey. Nice Mullet. I love mullets. Mullets are so cool. They're so hot right now. Mullets are hot. Mullets are still hot. Yeah. Mullets. I know. Gut. Wir können noch kurz nach unten schauen, ja? Vielleicht gerade beim Jens vorbei. Und auch beim Unterkursfahrer. So. Komm mit. Komm. So. Jetzt sind wir hier unten im Bus und das sind die Jungs von Everyday Sunday. Ja. Oh hey, what's up? What's up? Yo, JP, this is Guy. This is Fizzy Bubbele. Fizzy Bubbele? Yeah. I don't know who that is. Fizzy Bubbele? No. Hi, that's me. Yeah, come on. Fizzy Bubbele. Hey. What's up, man? Fizzy Bubbele? Oh, Fizzy Bubbele? Yeah. Yeah. Nice to meet you too. So, this is Micah. Mach das Würstchen. Micah. Thank you. Und bei Jens ist es zu dunkel. So. Der ist auf jeden Fall da. So, ich bin jetzt gerade hier in meinem Bett im Nightliner. Und ja, ist ganz interessant zu sehen, wie man hier schläft. 18 Betten in so einem kleinen Bus, schon recht eng und warm. Aber es funktioniert, es hat Spaß gemacht. Die letzte Nacht sind wir jetzt hier und ja, wir haben viel erlebt. 9 Tourtage, 9 Konzerte mit allen drei Bands und ja, wir waren in Frankfurt, Balingen, Ulm, Nagold. Die anderen waren in Ansbach, Kiel oder Nähe Kiel, Leer, Dresden, Künzelsau und Annaberg-Buchholz. Und ziemlich cool war, dass wir einen Bus hatten mit 20 Leute aus dem Schwabenland,
die zu Rock the North extra angereist sind. Ich hoffe, die hatten eine schöne Zeit. Ja, beim Konzert mit den Jungs von Sacrity und ich glaube, es war ziemlich cool. Und die sind jetzt schon wieder daheim und hatten hoffentlich eine gute Fahrt. Ja, was soll ich sagen? Wir haben viel gelernt auf der Tour und eins ist ziemlich cool und zwar Brot kann man nicht einfrieren. Vor allem, wenn man keins hat. Und ja, das wissen auch die Amis. Ziemlich gut. Ja. Und sonst einfach, naja, ein Lichtschalter ist fürs Licht da und ein Vorhang schließt etwas.